Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 und passend zum Wochenende hier glatt noch ein Update. Wir sind jetzt auf der 1.38.038. Es hat uns nicht zurückgesetzt, was die Fahrt angeht, Gott sei Dank. Aber wir müssen jetzt mal sehen, dass wir vorankommen. Wir haben immer noch 751 Kilometer vor uns. Ja, Mensch, also ich habe mit meiner DLC-Veröffentlichung völlig falsch gelegt. Ich habe gedacht, das kommt dann zusammen mit der 1.37, Entschuldigung. Das war wohl nix. So, ich glaube, wir kommen gleich, wenn ich mich nicht täusche, auf die Genoa Bridge, wenn wir hier raus sind. Oder sind wir soweit noch gar nicht? Ich bin mir jetzt gerade absolut nicht sicher. Der Volvo brüllt wie ein Löwe. Eisenbahn auf der rechten Seite. Ja, hier stehen sie auf der Straße. Eieieiei. Das ist so nice gemacht, ne? Diese Zwischenpassagen. Aber ich habe lange nicht mehr so ein Hindernis gesehen, so unaufgefordert, dass man Umleitung fahren muss oder sonst was. Das ist schon ewig. Gegenseite sind wir irgendwie noch nie gefahren, zumindest das Stück nicht. Das war wahrscheinlich drüber geflogen oder so. Ich habe keine Ahnung. Oh oh. Polizia. Was die für Autos fahren, ne? Da ist man gerne Polizist. Wir fahren einfach mal geradeaus weiter. Werden ganze Straßenstücke ausgetauscht. Neu gemacht, was auch immer. Wir fahren jetzt tatsächlich nicht geradeaus weiter, sondern hier so rum, ja? Okay. Ja. Sollten da durchfahren, wo Trigger sind. Bei den anderen beiden stecken wir sonst wahrscheinlich fest. Ja, aber an dieser Stelle sei schon mal gesagt, wenn es euch gefällt, Däumchen wären Träumchen. Abo noch viel schöner.
Kommt auf meinen Twitch-Kanal, schaut, wenn ich da unterwegs bin. Zwar selten, aber kommt vor. Wer Bock auf LS19 und RP hat und Multiplayer, unten in meinen Videos gibt es einen Link zu Chaos Farming. Dort einfach mal vorbeischauen, wenn ihr dann Lust habt. TeamSpeak vorbeischauen, rein oder Patrick ansprechen und dann wird das was. Würde ich mal so behaupten. Alter, ich mache die Videos alle viel zu spät, ne? Schon wieder 12:30. Bin müde wie Sau, aber man muss ja noch ein Video machen. Der Turbo pfeift und irgendwie es klappert an allen Ecken und Enden. Und was für eine Schlucht fahren wir hier denn mal? Doch mal gucken, aber wir müssen tatsächlich hier rein. Durch so eine schöne enge Schluchtstraße, noch 600 Kilometer vor uns. Gucken, dass alles schön mitkommt. Das musste ich jetzt nicht verstehen, oder? Ja, aber es ist mal wieder schön, so Landstraßen zu fahren und nicht nur Autobahnen. Ne? Das wäre ein LKW. Sah von weitem so aus. So kann man sich täuschen.
So, Blick auf die Uhr sagt, 10 Minuten haben wir weg, 5 müssen wir noch. Mal schauen, wie weit wir heute kommen. So, was ist da vorne? Ort, okay. Es ist nachts, kontrolliert eh keiner. Augen zu und durch. Keine Sau hier um diese Zeit. Unglaublich. Samstags morgens 2.34 Uhr, alle liegen in ihren Betten, nur wir fahren hier durch. Da vorne geht es irgendwie gleich schon wieder durch die Pampas oder wie das aussieht. Haben wir einen Telepass hier? Ne, lieber nicht. Eine sehr merkwürdige Straßengestaltung, ja. Aber ich würde sagen, da hinten ist gleich irgendwo eine Tankstelle, da werden wir wieder anhalten, die Folge für heute beenden. Hier haben wir sogar noch nie geparkt, von daher mal wieder was Neues. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, ich freue mich, wenn ihr morgen früh wieder mit dabei seid. Und ich wünsche euch einen angenehmen Tag, Abend oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Bis morgen früh. Macht's gut. Ciao, ciao.